Guten Tag und herzlich willkommen zur ersten Salon-Session Skalieren. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein auf dem Festival der Skalierung des Open Transfer Accelerators? Liebe Simone, damit übergebe ich an dich. Vielen Dank, Sebastian. Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen und ich freue mich sehr, euch durch die heutige Session soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein, die Pros und Cons von Skalierung begleiten zu dürfen. Und wie der Titel schon sagt, dreht sich die heutige Session ja rund um die Chancen und Risiken von Skalierung. Und Beispiele aus der Praxis verdeutlichen euch aber auch nochmal, welche Schritte wichtig sind, um sich nachhaltig aufzustellen, welche Fehler vermieden werden können, aber auch welche Gelingensbedingungen es bei der Skalierung gibt. Und vorab ganz kurz zu mir. Mein Name ist Simone Groß und ich habe 2012 das Programm Lilo Lausch Zuhören verbindet entwickelt. Ein Fortbildungsprogramm, das sich für eine wertschätzende Zuhörkultur einsetzt. Und dank starker Partner wie auch der Stiftung Bürgermut konnten wir inzwischen in 12 Bundesländern skalieren und haben mehr als 1500 pädagogische Fachkräfte schulen können. Noch eine ganz kurze Ergänzung zu dem, was der Sebastian gesagt hat. Ihr habt am Ende die Möglichkeit, Fragen zu stellen in den letzten 5 Minuten. Und ich freue mich sehr, euch heute 3 ganz großartige Gesprächspartnerinnen und Projekte vorzustellen. Und das ist zum einen die Luise von der Stiftung Bürgermut aus dem Accelerator-Team. Hallo Luise. Die Anna, die euch Einblicke in das 2017, also noch recht junge Projekt Bücherkoffer ermöglicht. Und Tobias, der das erste Pixel-Labor gegründet hat und bis heute an 5 Standorten zusammen mit seinem Team skaliert hat. Liebe Luise, die Stiftung Bürgermut veranstaltet ja heute das erste Festival der Skalierung. Und würdest du uns kurz in das Thema Skalierung einführen und mit uns teilen, was die Stiftung Bürgermut ganz konkret unter dem Begriff Skalierung versteht und welche Form es gibt? Sehr gerne. Genau, das wird heute sehr praxislastig hier, aber natürlich soll es eine kleine, und jetzt muss ich mal kurz meine Präsi suchen, eine kleine Einführung auch geben. Moment. Ansonsten mache ich erstmal so weiter. Genau. Es wurde ja kurz in der Begrüßung auch schon erwähnt, der Open Transfer Accelerator hat mittlerweile über 60 Organisationen bei der strategischen Skalierung begleitet. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist das überhaupt notwendig, dass man bei der strategischen Skalierung begleitet wird? Aus vielerlei Gründen, auf die wir gleich eingehen. Denn es gibt nicht nur jede Menge Vorteile, sondern auch jede Menge Fallstricke und Herausforderungen. Und dazu werden Anna und Tobias gleich noch mehr erzählen. Genau, vor der Frage, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein, sollte man sich vielleicht erstmal fragen, was bedeutet dieses Skalieren eigentlich? Das ist ja in vieler Munde gerade und ein sehr großes Wort. Und was meinen wir mit Skalierung? Skalierung, ich muss jetzt leider ohne die schöne Präsi das machen, weil das nicht funktioniert. Wie gesagt, wir machen es heute auch zum ersten Mal. Genau. Skalierung bedeutet für uns die strategische Verbreitung eines wirksamen Angebots oder Programms in andere Städte oder Regionen. Oder ganz kurz Wirkungswachstum. Wie kann so etwas aussehen? Im Prinzip gibt es 3 Idealtypen, das ist wirklich sehr theoretisch, die sich alle unterscheiden, was die Komplexität angeht, was die Ziele, die man damit erreichen möchte und was die Kapazitäten, die man dafür aufwenden muss, angeht. Es gibt einmal die Diffusion oder auch Klauen erwünscht. Es ist im Prinzip eine offene Verbreitung oder offene Wissensweitergabe. Meistens gibt es keine vertragliche Beziehung zwischen den PartnerInnen, aber dafür einen losen Austausch und oft nicht mehr als einen
geteiltes Logo als gemeinsames öffentlichkeitswirksames Merkmal. Beispiele kennt ihr sicher alle in irgendeiner Form, zum Beispiel Freifunk, Repair-Cafés, die Omas gegen rechts, die Greeter oder Wohnsinn, die findet ihr übrigens auch im Kino. Dann gibt es Kooperationen. Das sind ganz oft so Sachen wie zum Beispiel Social Franchise. Beispiele dafür kennt ihr vielleicht auch. Welcome, Surplus, Irrsinnig Menschlich, die Eltern AG, Discovering Hands, all solche Beispiele. Die zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass ein quasi schlüsselfertiges Modell übergeben wird und es auf jeden Fall eine verbindliche Vereinbarung zwischen ansonsten selbstständigen PartnerInnen gibt. Also ein bisschen das McDonald's des sozialen Sektors. Dann gibt es noch die Expansion. Da sind die Standorte nicht eigenständig, sondern quasi rechtlich gebundene Ableger einer Zentrale. Das ist besonders oft wird das gemacht, wenn die Organisation eine starke Organisationskultur hat und die auch übertragen möchte. Beispiele dafür sind der Academia e.V., den findet ihr auch noch auf dem Festival, Teach First, Rheinflanke, Arbeiterkind.de, auch hier auf dem Festival oder über den Tellerrand. Genau, wie kommt man da hin zu so einem perfekten Skalierungsmodell? In der Regel sehr langsam und mit vielen Umwegen und auf keinen Fall meistens in der perfekten Reihenfolge von ich überprüfe jetzt in Schritt 1 meine Skalierungsfähigkeit, entwickle dann das Modell, bereite dann die Skalierung vor, pilotiere dann und dann kommt eigentlich nur noch Rollout und Anpassung, sondern meistens passieren mehrere Schritte gleichzeitig, man geht wieder einen Schritt zurück und probiert ganz viel aus. Vorteile von der Skalierung gibt es sehr viele. Man kann mehr Menschen erreichen, man spart Ressourcen, das hatte Uwe Amrain gerade auch schon erwähnt, gerade so in Sachen Nachhaltigkeit sehr wichtig. Man hat die Chance, Prozesse unter die Lupe zu nehmen und seine Erfolgskriterien zu testen. Man hat Kontakt mit ganz vielen verschiedenen Standorten, kann Erfahrungen aus vielen Orten einfließen lassen. Und man hat eine höhere Sichtbarkeit. Also gerade wenn man eine große Mission hat und viel erreichen möchte, bekommt man so viel Hebelwirkung für sein Thema. Und es ist häufig auch für FörderInnen ein positives Zeichen, wenn es eben ein Projekt oder ein Angebot schon an vielen Orten gibt. Genau, jetzt genug der Theorie. Aus der Praxis lernt man ja am meisten. Deswegen würde ich jetzt aufhören zu reden und bin gespannt auf eure Erfahrungen. Ja, vielen Dank, Luise, für deine kurze theoretische Einführung. Jetzt kommen wir in der Tat zur Praxis. Und Anna, ich würde gern mit dir beginnen. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz vorstellen, worum es beim Bücherkoffer geht. Ja, gerne, Simone. Vielen Dank und hallo in die Runde. Der Bücherkoffer ist ein mehrsprachiges Leseförderprogramm. Wir wollen mit dem Bücherkoffer Lesefreude wecken. Wir möchten Mehrsprachigkeit wertschätzen und es gelingt uns mit dem Bücherkoffer, die Eltern in diesen Prozess der Leseförderung einzubinden. Wir schulen Fachkräfte in diesem Programm und leisten damit einen Beitrag in Bildungseinrichtungen zur Anerkennung, Wertschätzung und Förderung von Mehrsprachigkeit, die wir dringend brauchen, um viele Kinder in Deutschland zu erreichen, wo Lesen und Vorlesen nicht an der Tagesordnung zu Hause steht und für die aber die Grundlage ist, eine Lesekompetenz später zu entwickeln. Super. Und wie seid ihr oder warum habt ihr euch entschieden, den Bücherkoffer zu skalieren? Ihr seid ja noch ein recht junges Projekt sozusagen. Ja, die Antwort liegt ein bisschen auf der Hand. Der Bedarf an mehrsprachigen Leseförderprogrammen, den gibt es vielerorts in ganz Deutschland. Das steht außer Frage. Und daher unser Bestreben, dieses Programm, das wir von vornherein als ein Programm mit einem standardisierten Programmablauf für Bildungseinrichtungen entwickelt haben, über Partner, in Kooperation mit Partnern an Grundschulen deutschlandweit zu bringen. Der Bedarf ist da und wir konnten eben feststellen, das Programm
wirkt. Wir sind jung, aber wir haben eben schon erste Erfahrungen und das ist natürlich jetzt auch schon wieder gleich das ganz erste Learning, dass du diesen Prozess der ersten Learnings und Erfahrungen, so einen ersten Korrekturschleifen in deinem Programm natürlich auch brauchst, ehe du im großen Maße skalierst. Wir sind in Hamburg gestartet 2017 und waren 2019 schon an 17 Grundschulen unterwegs und fördern mit diesem Jahr dann schon rund 5.000 Kinder und deren Familien in dem Bücherkofferprogramm, dass das nicht nur an Grundschulen, sondern hier jetzt auch an Kitas und in Wohnunterkünften gibt. Das ist hier ein großer Erfolg und wir sind einfach sehr schnell mit dem Programm auf überregional auf Aufmerksamkeit gestoßen und konnten dann 2019 schon die erste Kooperation eingehen mit einem Verein in Frankfurt, der sich tatsächlich mit diesem Programm selbstständig, also gegründet hat und selbstständig geworden ist, dem Frankfurter Bücherkoffer. Und der Frankfurter Bücherkoffer wurde im zweiten Jahr, jetzt schon dank der öffentlichen Hand, an 11 Schulen in Frankfurt für einen Jahrgang übergreifend eingeführt. Das ist also ein riesiger Erfolg, sowie an Stadtteilbibliotheken und in Schulbibliotheken, was auch eben nochmal Teil des Programms ist, um hier wirklich eine Nachhaltigkeit in der Leseförderung reinzubringen. Das waren die Ansätze und wir haben ein sehr dynamisches Jahr hinter uns, da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu sprechen, was uns immer weiter motiviert, genau den Bücherkoffer ins Rollen zu bringen. Super, vielen Dank für diese ersten einführenden Worte zum Bücherkoffer. Tobias, du hast ja das erste Pixel-Labor gegründet und ich hatte die Ehre, auch schon mal ein Pixel-Labor besuchen zu dürfen. Für alle, die noch nicht in einem Pixel-Labor waren, willst du uns kurz sagen, worum es sich dabei handelt? Ja, sehr gerne. Gruß in die Runde hier aus Düsseldorf. Genau, also bei Pixel geht es erstmal grundsätzlich darum, dass digitale Teilhabe ermöglicht werden soll im Kontext von Menschen mit Behinderungen, schwerpunktmäßig im Bereich Menschen mit Lernschwierigkeiten oder sogenannter geistiger Behinderung. Das rührte ein bisschen daher, dass Wohlfahrtspflege, Behindertenhilfe zum Teil paternalistisch angehaucht ist und sehr unterdigitalisiert ist, zum einen was die Infrastruktur angeht, als auch was das Thema Medienkompetenz angeht. Von daher gibt es da einen Bedarf und den haben wir uns sozusagen zunutze gemacht, als wir 2011 das Pixel-Labor gegründet haben. Das Labor ist ein Interneterfahrungsort, ein Begegnungsort, wo ich hingehen kann, ein offenes Angebot, und kann dort Medienbildung erfahren, kann dort an Kursen teilnehmen, kann mich dort selbst einbringen, kann Technik ausprobieren. Und es geht darum, Menschen mit Behinderung zu befähigen, neue Medien zu nutzen, Informationsressourcen freizusetzen für Menschen mit Behinderung, aber auch das Wissen der Leute zu nutzen, um Barrieren abzubauen. Weil Menschen mit Behinderung sind Experten in eigener Sache und gerade Menschen mit Lernschwierigkeiten wissen, woran sie jeden Tag scheitern. Und dieses Wissen nutzen wir, um andere Dinge einfacher zu machen und Wissen weiter zu generieren. Von daher sind die Labore die offenen Orte. Und das ist auch letztendlich dann die Basis gewesen für die Skalierungsidee hier in Düsseldorf. Und dürfte ich dich da kurz fragen, ihr habt ja nach 6 Jahren das erste Mal skaliert, wie es dazu gekommen ist? Also was hat euch auf diesen Weg gebracht? Genau, das Labor hier in Düsseldorf war Modellprojekt auf Landesebene, wurde von der Stiftung Wohlfahrtspflege gefördert. Wir hatten also von 2011 bis 2014 3 Jahre Zeit, das ganze Thema zu erproben. Das kam sehr gut an, die Preise sind gekommen, die Wirkung wurde erzielt. Und dann haben wir uns beworben für eine Förderung im Rahmen der Skala-Initiative und das hat uns in die Lage versetzt, das Thema bundesweit auszurollen. Und über die Förderung konnten wir eine Abteilung aufbauen in Düsseldorf, die nichts anderes macht, als andere Träger oder Kommunen zu beraten, neue Laborstandorte zu implementieren. Und hattet ihr dann von Anfang an sozusagen das perfekte Gerüst oder wie seid ihr da vorgegangen? Jetzt haben wir natürlich keine Schablone gehabt sozusagen, sondern klar, wir wissen, wie ein Labor funktioniert und wirkt und wie es auszusehen hat. Aber es ist gar nicht so einfach, wenn man noch nie skaliert hat, geschweige denn ein Social Ventures aufgebaut hat. Und die erste Hürde war natürlich, das ganze Wissen, das alle in ihren Köpfen tragen und gesammelt haben über die Jahre, entsprechend zu kristallisieren und zu materialisieren. Ein Manual, ein Handbuch, in einen Wissenstransfer, das war so die größte Herausforderung. Und von daher war das Learning by Doing sozusagen. Und Anna, ist das bei euch ähnlich oder wie seid ihr vorgegangen? Die Erfahrung, die teilen wir auf jeden Fall mit Tobias und seinem Team. Ich glaube, dieser ganz wichtige Schritt des Wissenstransfers, der braucht einfach viele Ressourcen. Und diese Ressourcen dann in einem oft schnellen Alltag des Skalierungsgeschäfts zu mobilisieren, das braucht Zeit. Aber das ist sozusagen das A und O, also Qualitätssicherung durch Qualifizierung. Also es geht nicht ohne, es ist ein ganz wichtiger Grundstein und das ist auch eine hohe Priorität, dass man eben
für sein Konzept, das man nun inhaltlich entwickelt und erprobt hat, eben dann den Rahmen schafft, dass dieses Konzept wirkungsorientiert von anderen Partnern umgesetzt werden kann. Ohne das geht es nicht. Und da kommt natürlich dann auch die Erfahrung, dass du viele Dinge dann auch theoretisch aufschreiben kannst. Du hast natürlich Ideen, wie du beispielsweise ein Monitoring umsetzt, aber in der Praxis kommen dann doch andere Hürden oder sozusagen einfach noch Dinge hinzu, die du vorher nicht bedacht hast. Das ist auch ganz aus der Frage. Das heißt, man benötigt viel Flexibilität. Ja, also wenn ihr skalieren wollt, solltet ihr agil und flexibel sein. Super. Bei einer Skalierung arbeitet man ja selten alleine. Ihr habt es auch schon erwähnt, dass ihr mit Partnern, also mit Kooperationspartnern zusammenarbeitet. Wie seid ihr da vorgegangen? Gab es da Herausforderungen oder wie wählt man eigentlich einen Standort aus, an dem man skaliert? Anna, möchtest du mal beginnen? Ja, vielleicht erst zu der Frage der Partner, der Förderer. Also wir haben sehr früh uns beworben auf zahlreiche Ausschreibungen im Bereich der Leseförderung, aber auch in tollen Programmen wie Start Social. Und das war sicherlich somit eine Initialzündung, die Auszeichnung dann auch im Kanzleramt, die einmal überregionale Aufmerksamkeit bringt. Aber du musst natürlich auch in einem Team solche Erfolge feiern und die sind dann motivierend für den nächsten Schritt. Ganz großer nächster Schritt war eben dann auch der Accelerator, den wir dieses Jahr durchlaufen sind und dadurch ein weiteres Netzwerk, was sich aufgebaut hat und andere Partner, die auf uns aufmerksam geworden sind. Und es ist jetzt für mich eine große Freude, hier sagen zu können, dass wir im Laufe dieses Jahres eine Förderung beantragt haben und auch heute eine mündliche Zusage der Aurides Stiftung haben, dass wir eben mit ihnen gemeinsam skalieren. Und fällt nicht vom Himmel. Das ist natürlich viel vorbereitende Arbeit über eben solche tollen Initiativen wie den Accelerator und dann natürlich auch viel vorbereitende Arbeit im Team. Wow, dann schon mal herzlichen Glückwunsch. Danke. Tobias, wie war das denn bei euch oder wie ist es bei euch mit Herausforderungen bei der Partner, Kooperationspartner, weil ihr habt ja eine ganz besondere Haltung, die sich ja sehr stark auch unterscheidet von anderen. Wie geht ihr da vor? Erstmal Glückwunsch an die Anna für die Förderung, das hört sich gut an. Genau, also die Herausforderung bei Pixel liegt genau in diesem Pixel-Spirit, in dieser Haltung. Also ich kann in ein Skalierungsmanual natürlich reinschreiben, mit welchen Möbeln, mit welcher Farbe, mit welcher Ausstattung ich ein Labor letztendlich dann auf die Straße bringe. Aber da müssen natürlich auch die Leute drin stecken, die genauso ticken und die genau die gleiche Haltung mit sich bringen. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung bei der Pixel-Skalierung. Und ich hatte das im Eingang kurz erwähnt. Behindertenhilfe ist zum Teil sehr paternalistisch geprägt. Wir kommen aus einem Setting, das ist 100 Jahre alt, über 100 Jahre alt. Da ging es immer darum, gerade Menschen mit geistiger Behinderung zu behüten und zu beschützen. Und wenn ich jetzt plötzlich ein Konzept generiere, wo es darum geht, ressourcenorientiert zu schauen und die Kompetenzen von Menschen mit Behinderung zu nutzen und einzubinden in neue Kontexte, dann macht das nicht nur Freude. Und vor allen Dingen nicht immer bei dem alteingesessenen Träger, den man vielleicht so kennt. Und da ist es gar nicht so einfach, die richtigen Leute zu finden, die richtigen Träger oder Kommunen und Partner zu finden, die sich auf diesen Spirit einlassen und sagen, das ist für uns auch eine Art und Weise, Behindertenhilfe neu zu denken, alte verkrustete Strukturen aufzubrechen und wir gehen damit machen uns mit euch auf den Weg. Und bauen quasi so eine kreative Spielwiese oder einen Ort des Laborierens auf im Rahmen des Pixel-Labors. Bisher ist es so gewesen, dass die Partnerinnen und Partner zu uns gekommen sind. Das hängt, wie die Anna auch schon sagte, mit der Kommunikationsarbeit zusammen, das hängt mit Awards zusammen, mit der Internetseite, mit Presse- und Öffentlichkeitsterminen. Und bisher ist es so, dass wir dann relativ großes Feedback erfahren und viele interessierte Netzwerkpartner und Partner gewinnen können. Und dann geht es darum, ins Gespräch zu kommen und abzutesten, ob man zusammenpasst oder nicht. Aber der erste Impuls setzt voraus, dass die Menschen oder Partnerinnen und Partner sich schon mit Pixel auseinandergesetzt haben und für sich identifiziert haben, dass das der richtige Ansatz ist. Mhm. Und ich fand das ganz spannend, was du gesagt hast, dass es bei euch ja ganz stark um die Haltung und den Spirit geht. Wie schafft ihr es denn, das zu transferieren? Das kann man ja nicht in ein Buch schreiben, das ist ja was man lebt. Ja, genau. Also indem man es einfach vorlebt und einfach umsetzt und einfach macht. Und die Projektbeispiele, die Praxisbeispiele und die Awards, die zeigen, dass es funktioniert.
Und genau, es geht ums Machen. Und ich kann mich erinnern, dass es viele Bedenkenträger in den letzten 10 Jahren gegeben hat, die uns immer wieder vom Kurs abbringen wollten und die gewisse Risikoanalysen gemacht haben. Das hat auch alles seine Berechtigung, aber das führt nicht dazu, dass man es macht letztendlich. Und wenn ich mir überlege, mit wem ich alles hätte mein Risiko berechnen, kalkulieren lassen müssen in den letzten 10 Jahren, dann wäre ich heute immer noch dabei, Risikoanalysen zu machen, aber nicht in der Umsetzung. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Machen und scheitern, aufstehen, Krönchen aufsetzen und weiter geht's. Machen und scheitern, das klingt gut. Anna, welche Erfahrungen habt ihr denn mit dem Wissenstransfer gemacht? Ja, ich wollte nur eine Sache ergänzen bei Tobias. Ich glaube, zur Haltungsfrage gibt es dann für dich einfach in deinem Programm auch ganz klare Vorgaben, Richtlinien. Das ist zum Beispiel die Wirkungsorientierung, ja, und die hast du nicht ohne ein Monitoring, das du aufgesetzt hast, eine Evaluation. Und ich glaube, das sind so ganz kleine wichtige Schritte, die du schon sehr früh in einer Kooperation mit einem Partner abklopfst und du siehst, ob du da ein gemeinsames Verständnis hast. Und wenn du das Gefühl hast, zum Beispiel, dass ein Online-Monitoring unter Lehrkräften für einen Partner überhaupt gar nicht in Frage kommt, dann glaube ich, kannst du in dem Moment auch schon die weitere Kooperation zurückstellen, zumindest für eine Weile, weil du da nicht weiterkommen wirst. Das nur als kleine Ergänzung an der Stelle. Und wir haben sonst für uns, ich glaube, das ist auch für ein Team ganz wichtig, unsere Werte und unsere Arbeitsweisenhandlungen sehr früh festgehalten und sozusagen immer Klarheit und Transparenz gegenüber sozusagen auch Organisationen, mit denen man zusammenarbeiten will. Ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Je transparenter und kommunikativer du bist, fällt es natürlich auch umso leichter für den anderen, darauf einzugehen. Das heißt, habt ihr ein Transferhandbuch oder wie kommuniziert ihr, also wie skaliert ihr das mit den Partnern? Genau, wir haben unterschiedlichste Formate. Uns ist ganz wichtig und wir werden erstmal so einen Einführungsworkshop, der wird demnächst wohl auch digital stattfinden, aber zum Beispiel wirklich vorbereitende Qualifizierung. Wir haben ein Wikis, das heißt, wir haben über eine Software, Just Social, ich kann sie auch nennen, ein Wikis erstellt in Form eines digitalen Handbuchs, das wirklich sehr viele konkrete Anleitungen für die Umsetzung des Programms beinhaltet. Wir haben ein Handbuch, das wir rausgeben. Wir haben im Zuge des Jahres unzählige Leitfäden erstellt. Und ich glaube, jeder Leitfaden hatte seine Berechtigung und findet dann auch wieder eine Überarbeitung. Also nicht entmutigen lassen, bis das perfekte Dokument steht, kann es auch mal die ein oder andere Korrekturschleife durchlaufen. Okay. Und einmal ergänzen, dass wir sozusagen, wir arbeiten im Rahmen von Train-the-Trainer-Schulung. Das heißt, die Fachkräfte, die die Fortbildung vor Ort in unseren Standorten durchführen, werden durch uns im Rahmen von Train-the-Trainer-Schulung vorbereitet. Das ist spannend. Anna, du hast das gerade schon mal angesprochen. Letztendlich geht es ja um die Skalierung von Wirkung und hierbei geht es ja ganz stark um das Thema Qualitätssicherung. Und wie geht ihr denn damit davor? Also welche Strategie habt ihr dort und was braucht es? Ich glaube, einige Punkte sind eben schon genannt. Qualifizierung, Monitoring. Ich glaube, es braucht einfach Austausch, Feedback-Kultur, die gelebt wird. Und eines braucht auch so eine Kooperation auf Augenhöhe. Also wir verstehen uns auch als lernende Organisation und wollen das auch nach außen weitergeben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig im Sinne der Weiterentwicklung des Programms. Und Tobias, wie ist das bei euch? Welche Qualitätssicherungsmaßnahmen trifft ihr? Ja, das ist so ähnlich. Wie gesagt, es macht keinen Sinn, das Konzept an allen Standorten überzustülpen, denn es bilden sich gewisse regionale Schwerpunkte aus. Also die Kolleginnen und Kollegen in Bielefeld im Labor oder in Dortmund haben ganz andere technische Schwerpunkte oder Medienschwerpunkte als jetzt beispielsweise Düsseldorf. Das würde also grundsätzlich da keinen Sinn machen, eine Schablone überzustülpen. Und da ist es auch so. Also auch wir arbeiten mit einer Kommunikationsplattform, mit Just Social. Die führt dazu, dass wir mit dem Netzwerk kommunizieren, dass wir dort ständig im Austausch sind. Es gibt einen Wissenstransfer, einen mehrwöchigen. Und das kann wirklich die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber, das ist der neuen PIX-Laborleitung sein. Das kann dazu führen, dass wir ein Ladenlokal aussuchen mit dem Träger, dass wir unterstützen bei der Ausstattung bis hin zu Marketingfragen, betriebswirtschaftliche Expertise. Also es ist komplett vollumfänglich und das ist quasi auch im Rahmen eines Handbuchs niedergeschrieben. Und wie gesagt, darüber hinaus stehen wir im ständigen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen des Netzwerks und lernen dazu und entwickeln uns auch weiter. Also ich würde auch sagen, der Prozess ist niemals abgeschlossen, sondern es ist ein organisches Wachstum sozusagen. Es führt aber, also
ist auch so, dass wir da nicht den Wachhund spielen wollen. Also ich muss jetzt in Kassel nicht wöchentlich im Pixellabor vorbeischauen und gucken, ob die das Richtige machen. Das setze ich einfach voraus und das wird man aus dem Feedback heraus auch entnehmen und kann es auch entsprechend dann steuern, ja. Anna, wie stehst du zu dem Thema? Sollte man als Wachhund unterwegs sein, wenn man skaliert? Ich glaube, mit einem Wachhund will niemand zusammenarbeiten. Also das glaube ich außer Frage. Ich finde diesen Aspekt nochmal lokale Anforderungen und Flexibilität total wichtig für das Gelingen des Projekts, aber auch für dich selbst. Denn bei uns hat sich auch zum Beispiel die Partnerwahl, nenne ich das jetzt mal, ist es ja gar nicht, sondern die Zusammenarbeit, die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr verändert. Wir in Frankfurt ist oder den Frankfurter Bücherchor versetzt einen Verein um, der ähnlich aufgestellt ist wie ich, wie wir, das ehrenamtsbasiert macht und sozusagen uns eben sehr ähnlich ist. Wir haben aber gemerkt, dass wir mit dem Bücherkörperprogramm, oder aktuell ist es so, dass wir mit mehreren Schulministerien, Kultusministerien und Schulbehörden zusammenarbeiten in verschiedenen Ländern, um den Bücherkoffer dann flächendeckend in Programmen der Ministerien umsetzen zu können. Das ist also sozusagen eine ganz andere Zusammenarbeit jetzt mit Behörden. Das erfordert ganz andere Strukturen. Das erfordert auch wieder sozusagen eine Umstellung für uns als Team. Und genau da kommt wieder der Punkt Flexibilität rein. Du wirst niemals in einem Konzept es an einem Ort genauso umsetzen können, wie es du es an dem Ort vorgetan hast, auch wenn du das gerne wolltest. Aber nur dann erreichst du diese Wirksamkeit. Du musst auf die lokalen Anforderungen eingehen. Und fällt das, ist das für euch eine Herausforderung oder fällt euch das leicht? Also eine Herausforderung ist es in jedem Fall. Eine Herausforderung ist es natürlich als Bildungsprojekt in Deutschland sowieso, weil du im Föderalismus am Ende dich immer darauf einstellen musst, dass du mit in jedem Bundesland eine andere, also in jedem Bundesland es anders verläuft. Aber ich würde sagen, das ist auch eine Chance, das Programm weiterzuentwickeln. Und ich meine, für uns ist es sowieso eine ganz besonders große Chance, weil wir dadurch erfolgreich sein können. Wir können, wenn wir die Möglichkeit haben, unser Konzept mit Partnern im Kultusministerium in die Schulen zu bringen, dann sind wir schon ganz weit da, wo wir ansetzen wollen mit dem Bücherkofferprogramm. Super. Tobias, was ist denn eure größte Herausforderung bei der Skalierung? Ja, genau. Also wie gesagt, erstmal die adäquaten Partnerinnen und Partner zu finden, aber dann auch die Standorte zu begleiten, um eine gewisse Nachhaltigkeit auch herzustellen. Es ist so, dass Möglichkeiten auch der Förderung gibt und dort unterstützen wir auch mit betriebswirtschaftlicher Expertise. Aber letztendlich müssen die Standorte natürlich nach einer klassischen Modelllaufzeit von 3 bis 4 Jahren auch zusehen, dass sie dann selbst entsprechend auf eigenen Beinen stehen, für Refinanzierung sorgen, Erträge vielleicht auch generieren oder Förderung einwerben. Und das ist so die größte Herausforderung, entsprechend dort adäquat zu begleiten. Das funktioniert auch. Aber das ist immer wieder, ja, letztendlich eine Challenge sozusagen. Und genau, dass wir entsprechend die Marke pflegen. Auch das ist eine Herausforderung. Ich habe das letztens noch im Markenworkshop gesehen, wenn es darum geht, die visuelle Identität zum Beispiel zu kommunizieren. Da gibt es so ein paar Auswüchse und ein paar kreative Ausführungen von Kommunikation, die muss man ein bisschen einfangen und dort aber als Beratender zur Seite stehen und gemeinsam Lösungen finden. Also Markenpflege ist ein wichtiges Thema. Genau, nachhaltige Finanzierungsaspekte sind ein wichtiges Thema. Und die richtigen Partnerinnen und Partner zu finden, die auf Wellenlänge unterwegs sind, auf der gleichen. Ja. Und mit dem Thema Marke, das finde ich ganz spannend, dass du das erwähnst und du auch gesagt hast, ihr habt ja so eine besondere Stellung sozusagen, dass ihr beratet und auch Markenworkshops anbietet, was ganz Besonderes finde. Kannst du da noch mal ein bisschen berichten, wie ihr da vorgeht? Ja, das ist so, dass wir im Rahmen von Markenworkshops uns den Markenkern erarbeiten sozusagen. Also Pixel hat einen Markenkern und den
lassen wir von den Teams der einzelnen Standorte gemeinsam mit uns erarbeiten. Und das sorgt schon für eine gewisse Identität. Da merkt man auch, welche möglichen Produkte, Lösungen, Ideen auch zukünftigen Standorten generiert und implementiert werden sollen. Also ein wichtiger Punkt ist, bei uns die Teams von vornherein und von Anfang an mitzunehmen. Und wenn ich jetzt daran denke, dass wir bald in Köln einen neuen Standort eröffnen werden mit der Diakonie Michaelshofen, dann wird es jetzt schon darum gehen, mit den Mitarbeitern, Mitarbeitern ja, die Workshops zu planen und sie von vornherein mitzunehmen und genau diesen Markenkern ausarbeiten zu lassen. Und das nächste ist das Thema der Umsetzung. Das sind dann klassische Kommunikationsworkshops, wo wir zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, die Marke zu kommunizieren. Es gibt auch ein Gestaltungsmanual und ja, von daher, das ist bei uns ein wichtiges Thema der Markenpflege. Und Anna, wie ist das bei euch? Magst du auch nochmal ein bisschen berichten? Ich finde das, ich habe gerade schon wieder ganz viel gelernt. Vielen Dank, Tobias. Und das gerade, da komme ich schon zum Thema Gelingungsbedingungen im Accelerator. Das ist genau das, was für uns als junges Programm einen riesigen Mehrwert darstellt, ist der Austausch mit solchen erfahrenen alten Hasen wie euch, Tobias. Wir haben früh, und ich glaube, das ist auch wirklich sehr wichtig für ein Projekt, früh uns sehr um eine starke Wortbildmarke gekümmert und konnten halt sozusagen, sind mit dieser Marke auch bekannt. Wir haben auch ein Design-Manual, das wir rausgeben, wo das alles festgehalten ist, und wir begleiten auch Partner bei der Gestaltung beziehungsweise achten mit auf die Gestaltung zum Beispiel des Internetauftritts, dass man natürlich auch frühzeitig dann solche kreativen Ideen, wie du sie erwähnt hast, Tobias, vielleicht auch verhindern kann. Ich finde eben gerade diesen Punkt Identifikation der Partner mit dem Programm so wichtig. Und das muss man eben erreichen, und dafür finde ich diesen Ansatz, das gemeinsam in einem Workshop so anzuleiten, wie du es geschildert hast, genial. Super. Ich finde das sehr, sehr spannend, was du gerade gesagt hast, Anna, dass es ja ganz großartig ist, auch von und mit anderen zu lernen, die schon skaliert haben. Es sind jetzt ja sicherlich einige Personen dabei, die vielleicht überlegen zu skalieren. Deshalb meine Frage, wenn ihr jetzt sagen müsstet, drei Tipps, die ihr einer Organisation, die dabei ist zu gründen, weitergeben würdet, welche wären das, Anna? Nur drei. Also ich möchte, glaube wirklich, dieser Kern ist wichtig. Das haben wir auch ganz früh im Accelerator uns damit beschäftigt, wirklich für sich seinen Transferkern herauszuarbeiten, Klarheit zu haben über sozusagen die Eckpunkte deines Programms, der Zuständigkeiten, wer in einer Kooperation was macht. Und dann auch diesen Rahmen festzulegen, wo die Flexibilität dessen ist. Denn es gibt vielleicht auch einfach mal andere Ideen, die zum Ziel führen. Man kann zum Beispiel statt eines Elternworkshops auch mal ein Elternfest organisieren und erreicht die Eltern genauso unter gleicher Qualität. Das ist wichtig. Ich glaube, dann ist natürlich der Netzwerkgedanke ganz groß im Austausch mit anderen Projekten, aber natürlich auch, wir hatten schon Awards, Coachings und so weiter. Also das, man muss eben doch sehr umtriebig sein und versuchen, frühzeitig ja, die vielen guten Initiativen auf sich aufmerksam zu machen und mitzunehmen. Ich glaube, darüber hinaus nochmal dieser Aspekt, so lernende Organisation, Flexibilität und Agilität. Also auch nochmal in Bezug auf dich selbst. Du kannst natürlich am Anfang eines Jahres dich als jemanden verstehen, der ein Bildungsprogramm konzipiert und das in Schulen umsetzt. Und am Ende des Jahres gründest du ein Unternehmen. Und ich glaube, das mit ganz anderen Prozessen und Strukturen, das musst du wollen. Und ich glaube, dafür muss natürlich auch gewappnet sein mit Ressourcen oder immer rechtzeitig einfach da, wo du nicht weiter weißt, fragen. Und eben hoffentlich dann auch Personen haben, die dir das Know-how geben und dass du das dann einbindest. Super, danke, dass du das teilst. Tobias, welche Tipps hast du denn an Organisationen, die skalieren wollen? Ja, vielleicht nur noch ergänzend. Also ich glaube, es macht Sinn, frühzeitig Prozesse zu dokumentieren. Also wenn ich daran denke, wann wir angefangen haben, unser Transferhandbuch zusammen zu dengeln, damit hätten wir auch schon eher anfangen sollen. Also von daher, dokumentiert ganz früh eure Prozesse, Leitfäden, Workshop-Methoden, wie auch immer. Das macht Sinn. Man kann es hinterher sehr gut verwerten und man sitzt dann nicht in der Runde und muss sich irgendwas dann zusammen, ja,
nicht ausdenken, aber dann die Synapsen quasi dann nochmal entsprechend anstrengen. Also frühe Dokumentation von Prozessen ist wichtig. Dann ist es so, es macht durchaus Sinn, ein multi- oder ein interdisziplinäres Team zu haben. Jetzt sind wir natürlich in die komfortable Lage versetzt worden, das hier installieren zu dürfen. Und ja, wir sind natürlich Sozialunternehmen und ich arbeite hier im öffentlichen Dienst. Aber genau, zum einen teile ich das, also Mentalität eher selbstständig sozusagen und zu gucken, dass man unterschiedliche Fachexpertisen an Bord holt. Wir haben Designer, wir haben Betriebswirte, haben Pädagogen, wir haben die Menschen mit und ohne Behinderung, alle zusammen und die agieren auf Augenhöhe und das macht es eigentlich aus. Ne? Also unterschiedliche Expertisen bringen auch gute Ideen zusammen und das ist so die Schnittstelle, wo, glaube ich, auch soziale Innovationen ganz gut wachsen können. Also Interdisziplinarität ist, glaube ich, auch ein Erfolgsfaktor bei Pixel gewesen. Ja, das ergänzend. Mhm, danke. Ihr habt jetzt ja auch viele Herausforderungen herausgestellt, Anna, du auch. Man beginnt ein Bildungsprogramm, am Ende gründet man eine ganze Organisation. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der Ausgangsfrage, Skalierung, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Bei allen Herausforderungen, was motiviert dich jetzt insbesondere weiterzumachen? In unserem Fall ist es einfach, uns motivieren natürlich immer die Rückmeldungen, die wir aus den Schulen bekommen, ganz klar. Das sind immer Rückmeldungen von Kindern und von Eltern und das motiviert uns am allermeisten. Aber kleine und große Erfolge motivieren natürlich auch. Also wir sind jetzt tatsächlich sehr weit in Gesprächen mit dem Schulministerium in NRW, dass wir das Bücherkofferprogramm im Rahmen eines Schulentwicklungsprogramms auf dem Weg zur mehrsprachigen Grundschule implementieren können. Das sind, da laufen Gespräche und das motiviert natürlich total. Schön. Tobias, und was motiviert dich, weiter zu skalieren und weiter dran zu bleiben? Zum einen, dass es funktioniert und dass es Spaß macht und zum anderen, dass es einen riesigen Bedarf gibt. Also wir haben im Bereich der Behindertenhilfe einen riesigen Bedarf an Medienkompetenzerwerb, nicht nur bei Menschen mit Behinderung, sondern auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dort agieren. Also da gibt es einfach noch viel zu tun und das motiviert und es macht einfach auch Spaß zu sehen, wie sich das ganze Projekt in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Und was es auch mit den Menschen macht und wie die sich verändern. Und gerade bei Menschen mit Behinderung, wo es immer darum geht, habe ich das Gefühl, auch im gesellschaftlichen Kontext, dass wir sehr stark auf das gucken, was die Leute nicht können. Wir definieren Menschen mit Behinderung über Einschränkungen und nicht über ihre Potenziale und Ressourcen. Und wenn ich sehe, dass wir die hier heben und dass das dazu führt, dass die Leute selbstbewusster werden und selbstständiger und selbstbestimmter, dann ist das Motivation genug, weiterzumachen die nächsten 10 Jahre. Dankeschön. Ja, vielen Dank für eure wertvollen Erfahrungen und diese Einblicke. Es wurde ja auch schon zu Beginn angekündigt, dass es die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen. Und es gibt hier jetzt eine Frage im Chat, beziehungsweise gleich zwei. Ich würde gerne wissen, wie ihr euer Team auf die Skalierung vorbereitet habt. Tobias, möchtest du mal beginnen? Ja, also wie gesagt, das Team ist neu zusammengestellt worden, nur für diesen Auftrag der Skalierung. Und wir als erstes haben wir wirklich uns das Prinzip Pixel Labor nochmal genau angeguckt, den Standort analysiert und wir haben uns ähnliche Franchise-Konzepte angeschaut und recherchiert. Und so haben wir uns vorbereitet und der Rest ist wirklich dann Learning by Doing gewesen. Ja, also Sprung ins kalte Wasser, wenn man so will. Anna, wie war das bei euch? Ja, stimme ich zu. Und bei uns war es tatsächlich auch so. Also ich bin dann als erste Hauptamtliche in Teilzeit hier ins Team eingestiegen, war vorher ehrenamtlich in anderen Bereichen dabei und habe dieses Thema mir angenommen, der Skalierung. Und es ist immens wichtig, dass man das Team, die anderen Kollegen, Mitarbeiter, Mitwirkende mitnimmt. Und das ist natürlich auch etwas, was dann im sehr schnellen Alltagsgeschäft untergehen kann. Und insofern mit auf die Reise der Skalierung dein Team mitzunehmen, ist ganz, ganz wichtig. Und hinzu kommen natürlich dann so Dinge wie deine Kompetenzen aufbauen. Und da sind wir ja glücklicherweise im Accelerator gelandet. Dankeschön. Dann ist noch eine Frage, welche Organisationstypen sollten eher nicht skalieren? In welchen Fällen ist das die bessere Entscheidung? Habt ihr da eine Antwort zu?
Ja, die Frage ist, was ist mit Organisationstyp gemeint? Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass hier vielleicht der Projektträger gemeint ist, dann denke ich mir immer so, also wenn wir das als Unternehmen der Wohlfahrtspflege respektive Behindertenhilfe schaffen, als Intrapreneur sozusagen eine soziale Innovation wie Pixel auf die Straße zu bringen, dann schaffen das andere Organisationstypen auch. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, also könnte jetzt kein ausschließen sozusagen. Genau, ich würde auch ergänzen, das ist überhaupt nicht von der Organisationsform abhängig. Das können auch einzelne Leute machen, das können Vereine machen, das können Sozialunternehmen machen, das können Teile aus Wohlfahrtsverbänden machen und das gab es auch schon alles. Die Frage ist eher, habt ihr die Kapazität? Wisst ihr, warum ihr skalieren wollt? Also was steckt für euch wirklich dahinter? Und wenn es so etwas ist wie, wir wollen zum Beispiel mehr Öffentlichkeit für ein bestimmtes Thema erreichen, dann und ihr vielleicht aber die Kapazität überhaupt nicht habt, weil vielleicht klang das durch, man muss schon ein bisschen Zeit und Hirnschmalz einplanen und es dauert wirklich lange, im Zweifelsfall mehrere Jahre. Und wenn ihr euch schon ehrlich eingestehen könnt, dass ihr das nicht habt, dann überlegt vielleicht einfach, ob es andere Möglichkeiten der Skalierung gibt. Also zum Beispiel könntet ihr euch mit anderen Vereinen oder Organisationen zusammentun und einfach ein Bündnis einfach und beispielsweise ein Bündnis gründen und so die Öffentlichkeit erreichen und das Wirkungswachstum, was ihr vielleicht anstrebt. Also genau, vielleicht, wir haben auch so eine Checkliste hier auf dem Festivalgelände, da kannst du auch mal durchgehen und schauen, ob ihr euch die Fragen schon gestellt habt, die es vielleicht braucht. Danke, Luise. Es gibt noch eine Frage, während der Handbuchrealisierung oder Begleitung im Skalierungsprozess, wie wird der aktive Aufbau des Tagesgeschäfts am eigenen Standort gleichzeitig umgesetzt? Anna, du lachst. Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, es ist schon öfters angeklungen. Es beinhaltet einfach viel Arbeit, so ein Skalierungsvorhaben gut vorzubereiten und durchzuführen. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eine Projektleitung in Hamburg haben und viele andere Mitwirkende, die sich sehr, sehr engagiert einbringen für das Programm, sodass wir da schon die Rollen verteilt haben im Team. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass wenn die Prozesse mehr und komplexer werden, dass es da auch eine klare Verteilung gibt. Dann ist noch eine Frage von Julian Fischer. Was spricht dafür, die eigenen Ideen von anderen Vereinen, Organisationen durchführen zu lassen und welche Finanzierungsansätze stehen dahinter? Da kann ich vielleicht was zu sagen. Also in unserem Fall ist es so, der Vorteil, andere Träger, Pixellabore implementieren zu lassen, liegt einfach daran, dass wir uns auf die Skalierung, auf die Entwicklung des Netzwerks konzentrieren können. Ich muss mich da nicht um die Personalressourcen oder die Finanzierungsaspekte der einzelnen Standorte kümmern. Also darin liegt jetzt bei uns der Vorteil. Das Finanzierungskonzept ist relativ einfach. Wir erheben eine Lizenzgebühr für die Marke Pixel, die wird jährlich fällig und die Netzwerkpartner zahlen einmalig den Wissenstransfer. Super. Vielen Dank, Tobias. Jetzt sind wir leider schon fast am Ende unserer Session. Vielen Dank auch für die Fragen, die im Chat gepostet wurden und dass ihr bereit wart, darauf zu antworten. Und von daher bedanke ich mich jetzt ganz herzlich an dieser Stelle bei euch für diese Einblicke in die Welt des Skalierens. Und falls ihr noch Fragen haben solltet, so gibt es auf dem Festival noch zahlreiche Möglichkeiten zu Meet and Greet. Morgen gibt es auch noch mal eine Sprechstunde, wo es noch freie Plätze gibt. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass es noch die Möglichkeit gibt. Anna hat es mehrfach erwähnt, ich kann es auch sehr empfehlen, weil ich auch Stipendiatin war, sich für den Accelerator zu bewerben bis zum 1.12. Und ja, herzlichen Dank nochmal an die Runde und ich wünsche allen noch viel Freude, ein inspirierendes Festival und bedanke mich für euer Interesse. Vielen Dank.